Was ist Realität? Gibt es davon nur eine einzige? Oder existieren mehrere Realitäten nebeneinander? Erwin Schrödinger hat für diese Frage ein überaus interessantes Gedankenexperiment konstruiert. Schrödingers Katze. Eine Katze wird in eine Stahlkammer gesperrt, mit ihr eine winzige Menge einer radioaktiven Substanz, ein Geigerzähler, eine Giftampulle und ein Hammer. Sobald ein radioaktives Atom im Inneren der Stahlkammer zerfällt, löst der Geigerzähler den Hammer aus, der die Ampulle mit dem Gift zerschlägt. Die Katze ist tot. Aber aufgrund des Wellencharakters in der Quantenwelt ist das Atom gleichzeitig zerfallen und nicht zerfallen. Bis wir es durch unsere Betrachtung in einen definitiven Zustand zwingen. Bis zu dem Moment, wo wir nachschauen, wissen wir nicht, ob die Katze tot oder lebendig ist. Sie befindet sich in zwei sich überlagernden Zuständen. Die Eigenschaften tot und lebendig existieren im Mikrokosmos also gleichzeitig. Aber was, wenn das gleichzeitige Vorhandensein von Leben und Tod auch für die Welt des Makrokosmos gelten würde? Ich mach das wieder gut. Wäre die Existenz mehrerer Realitäten nebeneinander möglich? Könnte es uns gelingen, die Zeit zu spalten und sie in zwei unterschiedliche, gegensätzliche Richtungen laufen zu lassen? Und damit die Katze in einen gleichzeitigen Zustand von tot und lebendig zu bringen? Und wenn ja, wie viele unterschiedliche Realitäten wären dann nebeneinander möglich? Martha!